Es ist wieder soweit, es ist Olma-Zeit. Die Olma verspricht Spass für Jung und Alt und ganz nach dem Motto war ja die Eröffnungsfeier gestaltet. Das Duo Lapsus hat humorvoll durch die Eröffnung geführt und war für viele Besucher sicher ein Highlight gewesen. Wir haben aber noch etwas genauer nachgefragt. Es ist die 80. Olma. Das ist natürlich allein schon ein grosser Grund zum Feiern, dass die Olma schon so lange gibt und dass sie immer noch erfolgreich ist. Der Gastkanton Zürich hat einen ganz speziellen Auftritt mit dem Familie Zürchers Garten. Das ist sehr aufwendig, sehr schön. Der Samstag, der Tag des Gastkantons, wird sicher auch speziell. Und für uns ist es natürlich schön, dass wir sehr spät die neue St. Galler Kantonalbankhalle zeigen und wirklich jetzt etwas grösser sind. 80 Jahre Jubiläum. Für die Betreiberin des Scherenschnittstands macht das aber keinen Unterschied. Für mich ist jede Olma etwas Einmaliges und etwas Einzigartiges. Und darum kommt es mir nicht darauf an, 80 oder 79 Mal. Ja. Eine Premiere bei der 80. Olma gibt es für den Nintendo-Stand in der Game Zone. Aber auch dort ist die Vorfreude riesig. Für uns ist einfach ein riesiger Highlight, dass wir das erste Mal hier offizieren, der Olma. Ich kenne es schon von früher, ich bin von St. Gallen. Und es ist immer wieder cool, Kindheitserinnerungen, Nostalgie. Ja, einfach alles ist ein Highlight, ich kann mich gar nicht entscheiden. Bei den Besuchern sind die Stände eher nebensächlich. Ihnen geht es vor allem um das Pflegen von Bekanntschaften. Ich freue mich an der Olma eigentlich immer, um einen Haufen Leute wieder mal zu sehen, die man das ganze Jahr manchmal nicht so sieht, die Bekanntschaften wieder mal. Ich würde sagen, auf die vielen Spezialitäten, die man hier findet und auf die coolen Leute, die man immer wieder antrifft. Neben den coolen Leuten, den Säulirennen und der Degustationshalle gibt es noch viele andere Highlights an der Olma, die von heute bis zum 22. Oktober offen sind.